gefährlichste App aller Zeiten. Weiß wahnsinnig viel über dich. Mehr als deine Familie. Mehr als deine besten Freunde. Sie hat Macht über dich. Sie kontrolliert, wo du bist und was du machst. Sie entscheidet, was du siehst und was nicht. In den falschen Händen wäre diese App eine mächtige Waffe. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, gehen mal wieder mies in die Recherche. Und zwar ist das Video von Simplicismus. Ziemlich mainstreamiger Kanal, aber der Titel war spannend, finde ich, und deswegen ziehen wir uns das Video mal rein. Das Video heißt nämlich die gefährlichste App aller Zeiten. Ich weiß nicht, um welche App es geht. Ich weiß gar nichts bis jetzt. Das ist wirklich eine Live-Reaction. Ich liebe euch. Danke für die schönen Kommentare immer. Schreibt doch jetzt wieder einen Kommentar unten rein. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Peter Eden Man, Alter. So, Digi, rein da jetzt. Stell dir vor, du bräuchtest nur eine einzige perfekte App auf deinem Smartphone. Diese App kann alles. Du kannst dich mit deinen Freunden verabreden, dich über alles Mögliche informieren, dich unterhalten lassen, egal ob mit Videos, Musik, Bildern oder Videospielen. Du kannst mit ihr shoppen, Essen bestellen, sie für deine Busfahrt in die Stadt nutzen und deine Versicherung damit abschließen. Du regelst deine Finanzen mit ihr. Du tauschst dich in der App mit Kollegen aus, mit Kunden. Du nutzt die App immer und überall. Sie ist Google, Amazon, Uber, News, WhatsApp, Slack, Lieferando, Steam und YouTube in einem. Und sie ist direkt in deinem Gehirn installiert. Weiß wahnsinnig viel über dich. Mehr als deine Familie. Mehr als deine besten Freunde. Sie hat Macht über dich. Sie kontrolliert, wo du bist und was du machst. Sie entscheidet, was du siehst und was nicht. In den falschen Händen wäre diese App eine mächtige Waffe. China? Diese App existiert, genauso in China. WeChat ist innerhalb eines Jahrzehnts zu einem Herzstück des größten Zensurapparates geworden, den die Welt je gesehen hat. Crazy, Dicker. China Hidden Man, die Vorreiter, bruv. Das sind die Vorreiter, meine lieben Freunde. Ich sag dir ehrlich, wenn du wissen willst, wie die Welt in der Zukunft bei uns aussieht, musst du nur mal einen Blick nach China rüberhaschen. So. Ich habe schon das Gefühl, dass die westliche Welt versucht immer mehr in die gleiche Richtung zu gehen, so ein bisschen, oder? WeChat, ich habe davon schon mal gehört, doch, ich habe davon schon mal gehört. Wer von euch hat davon schon mal gehört? Eins in den Chat. Daten sind extrem wertvoll. Das weiß nicht nur die chinesische Regierung, sondern auch Datenbroker. Datenbroker sammeln und analysieren alles, was man über uns im Internet findet. Sie bündeln die sensiblen Daten oft in umfangreichen Schattenprofilen, die sie wiederum verkaufen oder selbst nutzen. Mit deinen Kontaktdaten, deiner Browserhistorie und deinen getätigten Online-Käufen können Unternehmen dich zum Beispiel gezielt mit Werbung bombardieren. Mail, per Post oder per Robocall. Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Im schlimmsten Fall können sensible Daten für Hacks oder Identitätsdiebstahl missbraucht werden. Alan Zhang gilt als der Visionär und das Genie hinter WeChat. Bereits Mitte der 90er macht der Programmierer sich einen Namen in der wachsenden chinesischen Tech-Branche. Er programmiert unter anderem Foxmail, einen kostenlosen E-Mail-Anbieter für Windows. Ein Riesenerfolg. 2005 wird Foxmail an Tencent verkauft, den chinesischen Megakonzern, zu dem wir bereits ein Video gemacht haben. Tencent ist dank seiner Mobile Games der größte Videospiele-Publisher der Welt und dominiert die chinesische Tech-Branche. Ja, wer spielt so Spiele auf dem Handy? Das habe ich noch nie verstanden. Das macht doch gar keinen Spaß, Bro. Diese komischen Spiele auf dem Handy so. Wer von euch spielt Spiele auf dem Handy? Eins in den Chat. Seid ehrlich. Alan Zhang arbeitet fortan für Tencent. Dort führt er das Entwicklerteam von QQ Mail an. QQ Mail soll der wachsenden Konkurrenz von Gmail und Hotmail entgegentreten. Mit Erfolg. QQ Mail zählt bis heute zu den größten E-Mail-Anbietern in China. Tencent dominiert in den 2000ern vor allem mit seinen Desktop-Angeboten. Der Messenger-Dienst QQ mit dem süßen Pinguin ist quasi die chinesische Version von ICQ und... Krass, voll viele Leute spielen mit ihrem Handy. Was spielt ihr denn, Jungs? The fuck? Das einzige Spiel, was ich mal auf dem Handy gespielt habe, ist Tetris.
Eine Zeit lang. So zum Runterkommen manchmal. Hat Ende der 2000er über eine 500 Millionen Nutzer. Doch immer mehr Chinesen nutzen Smartphones, um im Internet zu surfen. Die Zahlen steigen rasant an. Tencent-CEO Pony Ma steht vor einer Herausforderung. Wie wappnet er den Konzern für die Zukunft? Eine mobile Version des Desktop-Messengers startet 2009. 2010 beauftragt Pony Ma Alan Zhang mit der Entwicklung einer weiteren Messenger-App. Ein kontroverser Move, da der CEO das hauseigene Mobile QQ damit in Frage stellt. Alan Zhang zögert nicht. Er stellt ein 10-köpfiges Dreamteam zusammen. Die Gruppe darf zunächst größtenteils ungestört und unabhängig von Tencent an ihrer App tüfteln. Im Januar 2011 launcht WeChat 1.0 und floppt für Tencent-Verhältnisse. Mit der App kann man damals lediglich Textnachrichten verschicken. Nur wenige Monate später wird eine Sprachnachrichtenfunktion hinzugefügt. Knapp 2 Jahre vor WhatsApp. Sprechen geht schneller als Schreiben. Ach krass, 2 Jahre vor WhatsApp. Heftig. Gerade wenn es teilweise komplexe Schriftzeichen gibt. Daraufhin nutzen immer mehr Chinesen WeChat. Chinesische Sprache, auch sehr wilde Geschichte, ne? In privaten Gruppenchats kann man sich austauschen. Egal ob mit der Familie, die vielleicht noch teilweise auf dem Land wohnt, mit Freunden oder Online-Bekanntschaften, mit denen man ein gemeinsames Hobby teilt. WeChat ist etwas, was, glaube ich, nahezu jede Chinesin und jeden Chinesen, nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen Chinas verbindet. Das ist Professor... Krass, die haben gar kein WhatsApp, oder was? Dr. Xi Kupfer. Sie ist Professorin für gegenwartsbezogene China-Wissenschaften an der Universität Trier. 2012 folgt der nächste Meilenstein bei WeChat, Moments. Eine Art Facebook-Feed mit Texten, Bildern und Videos. Allerdings kannst du nur die Posts, Likes und Kommentare deiner Freunde sehen. Es ist also deutlich privater und geschlossener als Facebook. Im Feed und in den Gruppen werden häufig Infos und Nachrichten zu verschiedenen... Digga, sowas haben wir gar nicht, ne? Was du... Bruder, die leben echt in einer Parallelwelt, die Jungs innen, Alter. ...in aktuellen Themen geteilt. Man kann offiziellen Accounts von Unternehmen und Marken für Updates und Produktinfos folgen. Neue Social-Media-Plattformen und Apps haben oft den Druck, möglichst schnell Geld einbringen zu müssen. Werbung ist dabei oft der einfachste Weg. Siehe Facebook, Instagram und YouTube. Zu viel schlechte Werbung ist oft nervig. WeChat dagegen hat das Glück, Teil von Tencent zu sein und kann es sich insbesondere in der Anfangszeit erlauben, nicht profitabel zu sein. Auch heute kommen nur knapp 13% von Tencents Einnahmen aus Werbung. Zhang und sein Team fokussieren sich entsprechend von Anfang an auf eine möglichst angenehme Erfahrung für die Nutzer. Eine einfache Bedienoberfläche, kein Spam, maximal 1 oder 2 Anzeigen pro Tag. Kurzfristige Crazy. Gewinne ordnen sich stetig wachsenden Nutzerzahlen unter. 2012 verzeichnet WeChat bereits mehr als 100 Millionen aktive Nutzer. 2013 sind es über 300 Millionen. Gleichzeitig erobern Smartphones China immer weiter. Zhang beschließt, Phase 2 für WeChat zu initiieren, den Ausbau zur Super-App. In China wird zu dieser Zeit noch größtenteils mit Bargeld bezahlt. Kartenzahlungen sind im Alltag nicht üblich. Es gibt nur wenige Online- und Mobile-Banking-Anbieter, allen voran Alipay. 2013 nutzt WeChat mit seinen hunderten Millionen von Nutzern die Gelegenheit. Krass, Digga, die haben dann einfach alles rein integriert, wa? Payment, Bro, Dinge bestellen. Boah, Digga. Da hast du alles in einer App, Bro. Dann brauchen die nicht mehr deine ganzen Apps auslesen, weil du eh alles nur mit einer App machst. Puff. WeChat Pay ist wie PayPal, nur innerhalb von WeChat. Aber wie überzeugt man hunderte Millionen von Menschen, die neue Zahlungsmethode auszuprobieren? Es ist du schenkst denen Geld am besten am Anfang, oder? So wenn du jetzt mit WePay, bla bla, dann kriegst du 100 Euro gutgeschrieben oder so ein Shit. Da sind sie doch alle dabei, oder nicht? Jahrtausende alter chinesischer... Sowas will Elon Musk mit X machen, echt, ja? Auch bei Hochzeiten, Feiertagen oder besonderen Anlässen rote Umschläge mit Geld zu verschenken. Genau das macht WeChat sich zunutze und führt Anfang 2014 eine digitale Version ein. Erst mit Coupons und später mit echtem Geld. Die Umschläge kann man an eine Person oder an eine Gruppe schicken. Du kannst zum Beispiel insgesamt 4 Yuan 20 in Umschlägen an deine Familiengruppe schicken. Du entscheidest, ob jedes Gruppenmitglied gleich viel Geld kriegen soll. Ach krass, das ist so eine Tradition und dann haben die das einfach in die App rein verlagert und so schon
Guck mal, was für ausgebuffte Motherfucker, ey. Geld zufällig auf die Umschläge verteilt werden soll oder ob der erste Öffner zum Beispiel mehr kriegen soll als die darauf folgenden. Sobald jemand also die roten Umschläge verschickt, klickt jeder so schnell wie möglich drauf. Erst dann sehen sie, wie viel sie jeweils... Ach du Scheiße! Bro, die sind ja... Was gibt's denn noch nicht mal bei uns im Ansatz nicht mal, oder? ...gewonnen haben. Wer Umschläge verschicken will, muss sein Bankkonto oder ein... Die Chinesen sind in einer anderen Welt unterwegs, sag ich dir so, wie es ist, ne? ...Kreditkarte bei WeChat Pay hinterlegen. Wer Geld gewinnt und sich das Guthaben auszahlen will, muss das ebenfalls. Die Kombination aus Tradition und Spiel hilft WeChat Pay dabei, zu einem der größten mobilen Zahlungsanbieter Chinas zu werden. Alibaba-CEO Jack Ma nennt die Einführung der Umschläge einen Pearl-Harbor-Angriff auf Alipay. Mit WeChat Pay kann man aber nicht nur Geld an Freunde und Bekannte versenden. Kurz nach der Einführung kann man im Kiosk nebenan bezahlen, indem man den QR-Code an der Kasse scannt. Dank der QR-Code-Funktion können tausende physische Shops und Händler... Ruff, das geht dir richtig krass ab, Digga, hier. ...und Händler ohne viel Aufwand mobile Zahlungen entgegennehmen. 2017 geht WeChat einen Schritt weiter und beginnt, sich noch mehr für Unternehmen zu öffnen. Die Mini-Programm-Funktion wird ausgerollt. Mini-Programme sind Apps in der App. Sie werden nicht von WeChat selbst erstellt, sondern von externen Entwicklern. Unternehmen können also ihre Produkte und Dienste über eigene Programme in WeChat anbieten. Anders als... Digga, was ist das denn? Die üblichen Apps müssen Nutzer diese Mini-Programme nicht extra installieren. Man folgt ihnen einfach und dann sind sie direkt in WeChat einsatzbereit. Das ist sogar ein Airbnb und so, Digga, Cam-Scanner. Mit WeChat kann man fast alles mittlerweile machen. Du kannst dir über WeChat ein Taxi bestellen oder Fahrrad reservieren. Shoppen, Essen liefern lassen, Musik streamen, mit Freunden wie... Wow! ...telefonieren, Bilder in Moments posten. Du kannst deine Fitness tracken, spenden und investieren. Man kann... Digga, was ist das denn? Auch sich mit weiteren Programmen verbinden und Reisen buchen, Arzttermine machen. Also es hat sich wirklich von einer Chat-App hin zu einer eigenen App-Plattform entwickelt. Du kannst über Dass das in China so krass funktioniert hat, weil ich glaube, Facebook wollte sowas auch mal machen. So. Das hat aber bei denen nicht so richtig funktioniert, weil dann immer neue Apps gekommen sind, die Nutzer mehr genutzt haben und so, weißt du? Das ist krass, wie in China das immer, ja, okay, die haben da die Leute auch ein bisschen mehr unter Kontrolle, glaube ich, deswegen springen die dann alle auf den Zug auf und die checken auch mehr, wie die Leute dazu bekommen, glaube ich, nur noch eine App zu benutzen, so, weißt du? Ich finde das crazy, dass die da wirklich sowas schon haben, weil ich glaube, diesen Plan oder dieses, das wollten viele App-Hersteller schon einführen, so wie Facebook zum Beispiel oder wie jetzt der Yasuke gesagt hat, auch Elon Musk mit X und so. Funktioniert halt nicht so gut, weißt du? In China hat es anscheinend voll gepoppt. Und es ist natürlich bequem, komfortabel, wenn du aus einer App alles machen kannst. Ein Airbnb buchen kannst, dein Taxi dahin buchen kannst, ein Fahrrad ausleihen kannst damit, Essen bestellen kannst, alles nur noch über eine App. Aber umso leichter ist es natürlich auch, deine Daten abzugreifen. So, das ist halt das, was die Leute mit der Bequemlichkeit dann, wo die dann sagen, egal, ich gebe das dann ab und ist halt so, wie es ist, so, weißt du? Es hat halt seine Vor- und Nachteile. Chat sogar deine Scheidung einreichen. Und dabei musst du nicht jedes Mal aufs neue User... Was? Du kannst deine Scheidung einreichen? Was? Okay, ich brauch die App, Bro. Von einer Chat-App hin zu einer eigenen App-Plattform entwickelt. Du kannst über WeChat sogar deine Scheidung einreichen. Und... Was? Dabei musst du nicht jedes Mal aufs neue Usernamen, Mailadressen, Passwörter und Bankdetails in unterschiedlichen Apps eintippen. Alles funktioniert über einen Account in einer App. Die App What the fuck? Hat sich in alle Bereiche des Lebens eingenistet. Sie dominiert den Die haben sich reingescampt, Bro. Viele Chinesen und auch die Arbeitswelt. Man steckt niemandem eine Visitenkarte zu, man verbindet sich auf WeChat. Den nächsten Job sucht man ebenfalls über die App. Für die Arbeit an sich... Digga, das ist schon heftig, jo. ...nutzt man sie auch. Fast niemand schreibt mehr E-Mails, jeder hat WeChat. Heute gibt es über 3 Millionen Mini-Programme und mehr als 900 Millionen Menschen, die sie nutzen. 2021 wurden über 3 Millionen Mini-Programme. 200 Milliarden Euro über die Mini-Programme umgesetzt. WeChat und WeChat Pay haben je über 1 Milliarde Nutzer. Einfach Scheidung einreichen mit WeChat, Bro. Der war halt das... Okay, ich hab keinen Bock mehr. Ich mach einfach mein Handy, Smartphone auf. Sowas wie WhatsApp-mäßig, Digga. Scheidung einreichen, klick, boom.
Halb Chinas nutzen über 100 Millionen Menschen WeChat. Größtenteils im Ausland lebende Chinesen, aber auch vermehrt Menschen in Afrika und Südamerika. Krass. Echt? Tencent ist oft bei uns gar nicht angekommen, oder? Offiziell ein privates Unternehmen. Der Begriff Privatunternehmen ist in China schwierig, weil jedes Unternehmen zumindest auch nicht nur in China organisatorisch mit der kommunistischen Partei verknüpft ist. In China ist es halt mehr offiziell, aber bei uns ist es genauso. Also in jedem privaten bzw. kommerziell geführten Unternehmen auch eine sogenannte Parteizelle. Das ist eine Art Kontrollkommando der chinesischen Regierung, die das Unternehmen auf Parteilinie hält. WeChat hat in China unbegrenzten Zugriff auf so gut wie alle Datenpunkte einer Person. Unendlich viele Datenströme. Alles. Bewerbungen, Scheidungen, neue Jobs, Arbeit, was du dir reinziehst, mit wem du Kontakt hast, was du isst, alles. Deine ganzen Informationen über dich und dein ganzes Leben quasi, wenn du diese App für alles benutzt. So. Crazy. Nahezu. Das ist Maximum an Kontrolle. Jedem Bürger fließen dort zusammen. Wohin man sich bewegt, wofür man dort angelangt Geld ausgibt, mit wem man sich dort. Das Krasse ist halt, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, man kann damit auch Zukunftsprognosen dann machen. So, was wird der Mensch als nächstes tun? Was braucht er als nächstes? Das ist crazy. Worüber man sich auf dem Rückweg informiert. Der vervollständigte gläserne Bürger. Es ist unmöglich, sich anonym zu organisieren, Widerstand zu leisten und eine Opposition zu bilden. Ein Traum, fast zu schön, um wahr zu sein für das Regime. Das ist natürlich etwas, was dann gerade auch ein totalitärer Staat nutzen kann, um Leute unter Druck zu setzen, natürlich auch im konstruktiven Sinne möglicherweise verbrecherische Hinweise aufzudecken, aber vor allen Dingen auch und durchaus öfters gerade Leute auch sozusagen zu identifizieren, die irgendwie eine andere Meinung haben als die kommunistische Partei. Aha. In China gibt es keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit. Ethnische Minderheiten werden unterdrückt, Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Chinesische Bürger haben keinen Zugang zu freiem Internet. Es gibt kein WhatsApp, Facebook, Signal oder Telegram. Die Bürger müssen also auf chinesische Dienste zurückgreifen. Allen voran WeChat. Und die Haben die nicht sowas auch wie so VPN und so? Gibt bestimmt den ein oder anderen miesen Hacker, der auch ins normale Internet reingeht, ne? In China sind auch Pornos verboten, glaube ich, oder? Die Regierung hat ihre Hand direkt in der App. 2020 hat die Forschungsgruppe Citizen Lab aus Toronto Tests auf WeChat durchgeführt. Ein WeChat-Nutzer aus Kanada schickt einem chinesischen Nutzer dieses Foto. Das ist eine Karikatur des politischen Karikaturisten Rebel Pepper. Es erinnert an den 2017 verstorbenen chinesischen Menschenrechtler und Regimekritiker Liu Xiaobo. 2010 bekam Xiaobo den Friedensnobelpreis verliehen, doch er durfte nicht anreisen. Sein Stuhl blieb leer. Die Karikatur zeigt jenen Stuhl im Muster seines gestreiften Pyjamas. So eine Karikatur zu verbreiten, ist in China verboten. Der chinesische WeChat-Nutzer erhält das Bild einfach nicht. Andersrum versucht der chinesische Nutzer, dann ein politisch sensibles Bild an einen internationalen Gruppenchat zu senden. Es kommt ebenfalls nicht an. Oha! WeChat. Das ist unsere Zukunft, meine lieben Freunde. Hört genau zu. Zensiert in Echtzeit. Gesendete Nachrichten. Zensieren in Echtzeit, bruv. So Schwurbler-Kanäle wie meinen hier, die gibt's da gar nicht erst. Die entstehen gar nicht erst. Nachrichten und Posts werden stetig überprüft und mit einer Datenbank sensibler Inhalte abgeglichen. Krass! Gibt es ein. Da kannst du nicht mal privat mit jemandem über Corona schreiben oder so, wenn Corona gerade ausgebrochen ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist heftig. Hedge wird die Nachricht. Das ist heftig. Zensiert. Ist der Inhalt unbekannt, wird er genauer untersucht und vielleicht in die Datenbank mit aufgenommen und dann fortan automatisch zensiert. Die Regierung überwacht jedes Wort, jedes Bild und jedes Video, das auf der Plattform versendet. Das machen die bei uns auch schon, aber die sperren noch nicht die ganzen Sachen und zensieren noch nicht in Echtzeit. Aber die Möglichkeiten haben die bei uns jetzt auch schon da, auf jeden Fall, hundertprozentig. Hat man ja auch bei Corona gesehen, wie die Regierungen Einfluss auf die Social-Media-Plattformen genommen haben und gesagt haben, ihr müsst das bannen, ihr müsst hier tun, ihr müsst so tun. Offiziell rausgekommen. So überwacht und formt die chinesische Regierung das Meinungsbild der Gesellschaft.
bis in die Chats einzelner Personen. Wer regierungskritische wilde Geschichte teilt, kann auf WeChat gesperrt werden. Die App nicht mehr nutzen zu können, bedeutet, dass man digital nicht mehr existiert. Man kann effektiv nicht mehr wie gewohnt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Wenn eine Nutzerin, ein Nutzer in China auf WeChat gesperrt ist, hat das natürlich schon durchaus gravierende Auswirkungen, auch für die Alltagsnutzung. Manche legen sich dann direkt ein zweites oder drittes Konto an, aber auch das ist schwieriger geworden. Die Wiederherstellung des Kontos kann Tage, Wochen, sogar Monate dauern. Vorausgesetzt, die Regierung erlaubt überhaupt die Wiederaufnahme des Kontos. Natürlich. Was für ein Scheiß, Digga. Was für ein Scheiß, Bro. Ich geht es noch schlimmer. 2017 wurde ein Mann zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Verbrechen? Er hat Präsident Xi Jinping in privaten Nachrichten an Freunde als Steamed Bun Xi, also Dampfbrötchen Xi, bezeichnet. Du Scheiße. 2 Jahre Jail, Bro. Ach, wegen Dampfbrötchen, Digi. Oh mein Gott. Die chinesische Regierung hat in den letzten Jahren begonnen, die heimischen Tech-Giganten immer... Dampfbrötchen in, man, Alter. Gib mir die Dampfbrötchen-Vibes, Bro. ...zu kontrollieren. 2017 ist das Cybersicherheitsgesetz in Kraft getreten. Einige Jahre später ist ein Datenschutzgesetz gefolgt. Nutzerdaten durften fortan nur noch auf Servern des chinesischen Festlands gespeichert und nicht mehr ins Ausland übermittelt werden. WeChat wurde daraufhin aufgespalten. In eine chinesische Version für Chinesen und eine nicht-chinesische Version für ausländische Nutzer mit unterschiedlichen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. Krass, so wie TikTok, ja? Diese Aufspaltung hat aus Sicht der chinesischen Regierung auch den Vorteil, dass sie internationalen Datensammeln. Schon internationale Informationen und Daten besser kontrollieren oder teilweise auch blockieren kann. WeChat ist in China nicht mehr wegzudenken. Die Geschichte der App ist faszinierend. Die unendlichen Funktionen trotz des einfachen Designs sind beeindruckend. Crazy. Sie zeigt, wie rasend schnell sich das Land in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Es ist trotz all der Schwierigkeiten und der Vorsicht auch eine sehr kreative Plattform, wo man einfach... Ja, jetzt komm, hör auf, den Laden schön zu reden. Aber ich weiß, was die meinen. ...Dynamik der Gesellschaft gut beobachten kann. Auch in Europa und den USA gibt es immer wieder Ideen für Super-Apps. Viele Gruppen... Ja, die kriegen es nur nicht hin. Elon Musk will X zur Super-App wie in China machen. Das ist Yasuke. Die Social-Media-Plattformen wollen langfristig diesen Weg einschlagen. Ich glaube aber doch, dass Nutzerinnen und Nutzer hier sehr viel sensibler sind, was die Daten angeht. Und dass wir auch wirklich sehr viel strengere Datenschutzregulierungen haben in Bezug auf persönliche Informationen. WeChat ist global vielleicht das beste Beispiel, warum... Da bist du dann abhängig von dem Laden, so, weißt du, wie ich meine? Und dann, wenn dann irgendwas um die Ecke kommt wie eine Pandemie und du dem Ganzen kritisch gegenüberstehst und mit Leuten privat darüber redest oder deine Meinung in der Öffentlichkeit äußerst, so, dann bist du raus aus der App, genauso wie du raus aus der Gesellschaft warst, weil du dich nicht impfen lassen hast, so. Das ganze Corona-Ding, deswegen bringe ich das auch immer wieder, also spreche ich das auch immer wieder an, weil das war ein Test, das war eine Vorbereitung auf, wie die Zukunft bei uns aussehen wird. Das haben die selber gesagt, Klaus Schwab etc. pp. Das ist die neue Realität, wir müssen uns daran gewöhnen. Und das wird in Zukunft noch schlimmer werden, weil du warst auch, wenn du nicht geimpft warst, ausgegrenzt von der Gesellschaft. Irgendwann gibt's Apps, dein Geld, irgendwelche Kryptowährungen, die zentral von einer Zentralbank gesteuert werden und so. Das ist dann alles zentral. Dann hast du nur noch eine App, du hast nur noch ein Bankkonto und dann, wenn du einmal Scheiße laberst, bist du raus komplett. Und dann ist dein Leben im Arsch. Also dann wird's schwierig auf jeden Fall. Und das wird immer mehr Leute dazu treiben, schön gehorsam zu sein. Und das Schnäuzchen zu halten. Datenschutz so wichtig ist. Warum es so eine wichtige politische und gesellschaftliche Aufgabe ist, den gläsernen Bürger zu verhindern. Wir hätten echt keine Lust, für ein essensbasiertes Wortspiel über einen Regierungschef in den Knast zu gehen. Ja. Ja. Im Gegenteil leben wir sehr gerne in einer Gesellschaft, in der der Kanzler eher gespannt auf Memes ist. Ja, komm, Bro. Dass jetzt ein Heuchelinnen-Man, Alter. Berater geschrieben hat oder nicht. Cheers.
küsst dein Herz. Sehr interessantes Ding, ne? Ich kannte diese App nicht, hab davon schon mal gehört, aber ich wusste nicht genau, was da Phase ist drüben in China mit dieser App. Das ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte, yo. Ah, mal gucken, wie lange das dauert, bis der Laden bei uns eingeführt wird oder bis so eine super App auch bei uns entsteht und was das dann für Auswirkungen hat. So, ich bin echt gespannt, wie die Zukunft aussieht, meine lieben Freunde. Den Kopf nicht in den Sand stecken. Alles wird gut werden. Alles kommt so, wie es kommen soll. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Bis dahin. Peace out.